Eine Superwaffe, die nichts bringt, ist halt. Wow. Das sind die unbeeindrucksten vier Raketen, die ich schießen kann, oder? Oh, der Gegner kommt. Ja. Oh Gott. Was ist das denn für ein Quake Tank? Was immer der macht. Wow. Läuft fast schon flüssig. Boah, ich weiß auch nicht. Läuft flüssig, bis irgendwas passiert, dann hört's auf. Dann leckt's ohne Ende. Hm. Die Kampagne ist auch schön unfair. Also, wenn man zumindest auf hart spielt. Na, toll. Dann spielst du einen gegen drei, also alleine gegen drei zum Beispiel. Warum auch nicht? Die haben natürlich auch alle bessere Technologien. Ja, geil. Wer hat die Scheiße denn ausgedacht? So, hab ich das jetzt eingenommen? Ich weiß nicht, auf normal ist es bestimmt besser, aber ich wollte gleich auf hart spielen. Die ersten vier müssen noch ein bisschen geschafft. Er hat irgendwas anderes. Das natürlich. Wow, wie es wegruppelt. Ah, schön. Ich sehe die Einheit mal wieder, wenn ich direkt davor stehe. Ja, jetzt steht's komplett. Mhm, ja. Ah, jetzt geht mal weiter. Okay. Stand nur eine Sekunde oder so. Das geht ja noch. Das wird überhaupt kein Problem sein. Das nächste Match kannst du ja mal husten. Vielleicht hast du dann keinen Deck. Also ich habe jedenfalls keinen Deck. Wow. Oh, es ist nur da irgendwas. Wow. Keine Ahnung, wie viel ich schon den Auftrag gegeben habe, aber das ist nicht so. Wow. So richtig geil und glaube auch viel zu laut. Ja, ich glaube, es ist zu laut. Ich muss es noch ein bisschen leiser machen. So. Hallo? Ah, okay. Alles klar. Ja. Ist wunderbar. Geht doch. Ich bin mir nicht sicher, was geht. Du kannst doch klein. Alles in Ordnung. Können wir Fahrt spielen. Mhm. Nutzt meine Secret Weapon. Das ist die Einrichtung. Mach meine Einheiten auch irgendwas, wenn ich ihnen keine Befehle gebe? Theoretisch schon, ja. Ich bin da nicht so sicher. Doch. Da liegt es auch am Leck, dass es halt einfach steht und dass es so wirkt, als wenn ich so. Wer hat sich dieses Spiel ausgedacht? Es ist nicht wie Command & Conquer. Command & Conquer muss ich keine Forschungspunkte, die ich innerhalb des Spiels nicht ausgeben kann, erfarmen. Ja. Oh, das Gebäude wird weiter aufgebaut, grafisch, aber. Oh. Ich sehe das natürlich nicht. Weil man konnte darüber streiten, dass Nod beschissene Waffen hatte in Command & Conquer. Aber man konnte ja beide Seiten. Diesen Forschungsbaum hätten sie in-game machen sollen. Also ja, das zumindest im Multiplayer. Zumindest im Multiplayer. Im Singleplayer nicht unbedingt, aber im Multiplayer hätten sie es machen müssen. Und da hätten sie sich ein anderes System überlegen müssen. Aber der Forschungsbaum ist eigentlich ganz gut. So, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Hey, Sieg. Wow.
schon mal gar nicht so gut, das Spiel. Grundbelohnung 360 plus 5 Einheitenbelohnung plus 20 Gebäudebonus plus 0 Wirtschaftsbonus, da kriege ich 385 Punkte. Hey. Ich kriege 371. Und wo gebe ich das jetzt aus? Ja. Gehst auf Bericht verlassen und dann gehst du auf Fraktionseditor. Oh Gott. Oh Gott. Dann hast du. Ja. Deinen Technologiebaum und dann kannst du Einheiten zusammenstellen. Das ist so wie ein bisschen wie bei Warzone. Da kannst du halt auch Ketten machen oder halt Räder. Sobald du es erforscht hast. Am Anfang hast du nur Räder. Ja. Okay. Technologie. Oh Gott. Wenn ein Technologiebaum erstmal 2 Stunden Erklärung braucht. Das ist vielleicht auch nicht so optimal. Das sollte doch alles recht ersichtlich sein. Ah, es geht nur nach rechts. Okay. Ja, ist nicht übermäßig viel, aber ist schon ein bisschen was. Raketen sind gut, hast du gesagt. Ja, die benutze ich hauptsächlich. Bis ich irgendwas Besseres finde. Hm. Ich könnte ja mal den Plasmawerfer, Plasmakanonen ausprobieren, das könnte ich erforschen. Aber ob das gut ist, mach's halt mal. Flammenwerfer könnte ich auch machen. Oh, ich habe jetzt 0. Hier steht auch wieder nur einer. Okay. Wie viele Punkte habe ich denn überhaupt noch? Raute 0, natürlich. Natürlich. Ja. Gegenträger, Granatenwaffe. Na, kann ich in die Luft schießen. Name benutzt definierten Einheit. Ich nenne es die 1. Ah, ich kann hier noch nicht mehr reinstöpfen. Ich habe nämlich nicht mehr. Kanone. Na, ich glaube, die Kanone ist jetzt nicht besser. Ist jetzt nicht schlechter als Raketenträger. So infanterietechnisch. Ich kann sie nicht auch eins nennen, natürlich nicht. Dann nenne ich sie 2. Bodengestell, Luftfahrzeugschaber. Keine Luftfahrzeuge angreifen. Wow. Na gut. Dass die Kanone gegen Lufteinheiten funktioniert, ist halt auch so. Was hast du denn jetzt für eine Fraktionsübersicht? Na, Fraktionsblaupause. Kann ich die jetzt irgendwie... Muss ich sonst irgendwas beachten oder sind meine Einheiten dann automatisch drin? Du musst beachten, dass der blaue Kasten an ist, damit die auch ausgewählt sind. Ah. Oh ja, natürlich muss man die auch anschalten. Natürlich. Was... Da schaltest du an, was du haben willst und was nicht. Natürlich. Und dann hast du ja noch dieses Sechseck da, wo eine 1 steht. Ich weiß nicht, ob du auch 1 mit 2 hast. Wo stehen bei dir nur 1? Wo? Was? Wann? Dieses blaue Sechseck in jeder Einheit. Also das große, wo das, wo die Waffe drin ist, oder die 2 kleinen daneben? Also, nee, auf der linken Seite. Ach so, ja, das 1. Ja, da ist ein Strich drin. Hast du auch welche mit 2 Strichen? Nein. Okay.
Das ist nämlich das, das heißt, das ist das Tech-Level sozusagen. Also Tech 1, Tech 2, 3, 4. Ich weiß ja nicht mal, wie viele Forschungspunkte ich noch habe. Und je nachdem, welches Tech-Level der hat, braucht er dann auch höhere Anforderungen. Also bei Tech-Level 2 muss ich zum Beispiel andere Gebäude bauen noch, um den dann auch bauen zu können. Ah, die Zahl wird wenigstens rot, da kann ich wenigstens minimal unterscheiden. Wenn ich zum Beispiel Buggy Tech Level 1 habe, den kann ich so bauen, sobald ich die leichte Fabrik habe. Wenn ich Buggy Level 2 habe, dann muss ich zum Beispiel auch dieses Kommandozentrum bauen und kann den Level 2 erst dann bauen. Das sollte man beachten. Ansonsten ja, sind die einfach besser. Okay. Okay. Rüst mal einfach mal auf, passt schon. Ah, Moment. Na, verstehe. Okay, da muss ich. Wenn ich das weglasse, dann ist es immer noch Stufe 2. Ah, der Kacke. Ja gut, dann stopf alles rein. Passt schon. Keine Ahnung, was ich da zusammenbastle, aber hey. Einfach mal eine Nummer dazu fügen, das passt schon. Einfach Nummern hinzufügen. Ah, jetzt habe ich eine 2. Und keine Forschungspunkte mehr. Doch, doch, ich habe noch Artillerie. Jetzt habe ich alle Punkte, glaube ich, ausgegeben. Auf jeden Fall habe ich jetzt weniger als 50. Ja, ich habe 87 und kann mir nichts mehr leisten. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich habe. Okay. Das müsste gleich voll auskommen. Kannst du ja mal husten. Oh, schweres Fahrzeug unter Strich 0 hat er das jetzt genannt. Sehr gut. Warum nicht? Okay. Ist die jetzt alle mit drin? Muss ich noch mit reinstopfen? Sehr gut. zurück. Deine Fraktionsänderungen wurden gespeichert. So, ungewertetes Spiel. Online mehr Spiele. Hosten. Ich hoste mal. So, machen wir jetzt 1 gegen 1 oder was? Wie du willst. Musst du nicht. Ja, keine Ahnung. Wird bestimmt toll. Das klingt ja dann nicht ganz so. Ich meine, Raketen hast du jetzt auch. Und trotzdem habe ich noch ein bisschen bessere Panzerung als du. Wir können ja auch mal gegen 6 machen. Ja. Das wird schwierig. Passwort brauchst du nicht. Ich spiele eh keine. Hallo? Hallo? Was redest du da? So, ist offen. Ich habe jetzt Zuschauer, ja. Ich bin Lanze. Verstehe. Kannst du dich mal meinem Team zuweisen? Ich habe nämlich keine Ahnung, was hier was ist. Ja, also wir sind im selben Team, ja? Ja. Okay. Das Problem ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob die KI gleich alle im selben Team ist. Nee. Welche ist denn nicht in keinem Team? Oh Gott. Ich sehe das halt nicht. Die gelbe KI ist Team 2. Also wir sind Team 1, das ist okay. Richtig.
Die gelbe KI ist Team 2. Jetzt die gelbe KI Team 8. Das müssten alle Team 8 sein, oder? Nein, die blaue KI ist nicht Team 8. Wieso bist du nicht Team 8? So, jetzt aber. Jetzt sind alle Team 8 und wir sind Team 1. Wird toll. Dann mach mal bereit. Oder soll ich es noch auf hart stellen, auf schwierig? Kommst du? Na, normal reicht, oder? Ja. Ich denke mal, normal reicht, wenn das jetzt 6 Stück sind. Haus hat das Metz gestartet. Wird nur mit Schlüssel wird hergestellt. Okay, jeder macht 3. Du meinst, jeder wird von 3 überrannt? Technologiebau sind keine Grenzen gesetzt. Letztendlich kannst du alle Knoten freischalten. Ja, wow. Kann ich in Civilization auch. Okay, wollen wir mal sehen, wie das denn hier so leckt. Okay, ich merke schon, es leckt, ja. Ja, echt? Meinst du? Das bildest du bestimmt nur ein. Aber dafür soll es bei dir jetzt nicht mehr lecken. Kann ich jetzt nicht sagen, so auf Anhieb, aber... Also ich hatte keinen Leck. Ich habe zwar gesehen, dass deine Einheiten sich manchmal nicht bewegen, ja, aber sonst hatte ich keinen Leck. Also ich habe jetzt auch gerade keinen. Im Moment geht es aber noch. Am Anfang sind sie ein bisschen gesprungen, die Einheiten, aber jetzt geht's gerade. Ja, am Anfang geht das noch. Wird dann halt nachher ein bisschen problematisch, sage ich mal. Oh Gott. Wollen wir sehen, wie die abgehen. Und dann kamen da 50 Einheiten gleichzeitig mit Atomraketensprengköpfen. Okay, ich habe hier einen Ender, 2, 3, 4, das reicht glaube ich erstmal. Muss reichen, habe auch nicht mehr Geld. So, da unten ist der Wagen. Da kommen sie glaube ich nicht rüber, außer mit Flugzeugen. Ach, das bist du. Ich denke mir schon. Ich bin hellblau, ja. Oder Türkis. Ich wollte gerade sagen, die KI ist recht schnell unterwegs, aber wenn du das bist, dann muss das ziemlich langsam sein. Ja. Das bringt auch nur wieder Gebäude bauen, oder? Ja. Das ist ziemlich nutzlos, das Ding, oder? Welches Ding? Ja, diese Außenposten-Scheiße. Ja, wenn in der Nähe vom Außenposten Ressourcen sind, ist das nicht unwichtig. Und dann kannst du ab da nämlich weiterbauen. Kann hier zum Beispiel eine Raffinerie gleich hinsetzen. Davon habe ich schon. Ich habe jetzt 2 Stück. Gleich mal ein paar gute neue Einheiten bauen. Richtig tolles Spiel. Wir machen ja, demnächst mal ein Programmierstream in ADA und dann zeige ich mal, wie man das richtig programmiert. Ich habe zwar keine Ahnung von Arik-Programmierung, aber hey. Ich kann endlich mal testen, wie das mit gleichzeitig mit Parallel-Programmierung alles läuft. Habe ich das Ding schon eingenommen? Gehört das jetzt mir? Nein. Warum nehme ich das nicht ein? Du brauchst die Kommandozentrale dafür, um irgendwas einzunehmen. Wow. Natürlich. Das sagt sie aber dann auch. Sobald du die gebaut hast. Muss man noch ein Kraftwerk bauen. So, jetzt kann ich aber neue Einheiten bauen. Ja. Ich kann auch Artillerie jetzt bauen.
Und ich glaube, nächstes Wochenende werde ich mal Codex of Victory weiterspielen. Ich hoffe, es stürzt jetzt nicht mehr ab. Es wird abstürzen. Also es stürzt. Es hat, ist ja nicht abgestürzt. Es hat es. Hat meinen Rechner zum Abstürzen gebracht oder keine Ahnung. Ich habe neue Grafiktreiber, das sollte jetzt besser funktionieren. Also neue Version. Oh, ich bin mal gespannt, was meine Plasma-Geschütze taugen. Ich habe jetzt schon Mesa 18.3, ja. Heavy Factory complete. Na, die Superwaffe kann ich mir sparen, Lufteinheiten spare ich mir am besten auch. Also es bringt übrigens nichts, mehr als eine oder mehr als drei Fabriken zu bauen. Okay. Wieso, was? Was meinst du?